Hallo Leute, willkommen zurück zu Heavy Rain. Wir reisen quasi fast 30 Jahre in die Vergangenheit zurück, um das Schicksal von John Shepard herauszufinden. Der Junge, der mit im Jahre von 10 Altern gestorben ist. Und ja, wir haben gesehen, zwei Jungen wurden von ihrem betrunkenen Vater rausgeworfen und sie spielen jetzt im Regen. Mal schauen, was das wird. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Aha. Der andere Junge ist also John, der John Shepard, dessen Grab am Friedhof ist. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Und die Mutter arbeitet und der Vater trinkt. Toll. John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber. Okay. Dann machen wir mal. Drücken, 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 hoch! Okay, ich helfe dir mal. Komm mal hoch. Sie scheinen also Brüder zu sein. Die Frage ist, wer ist der Bruder? Wen spielen wir? Was machst du da? Hoppa. Nix da. Okay. Die leben in der Nähe einer Großbaustelle. Aha. Hoppa. Ist ja kein geeigneter Ort eigentlich für Kinder, muss ich sagen. Der Vater hat die auch aus einem Hochhaus geworfen. Jetzt mach hinne! Ich warte! Ja, ich komme. Aus einem Wohnwagen, also die scheinen auch nicht reich zu sein. Reich ist keine kein Wort dafür, die scheinen ziemlich arm zu sein. Ich will gar nicht jetzt wissen, als was die Mutter arbeiten Mann, muss. Du bist echt eine Lab. Alter, sei mal ruhig, du. Das schaffst du nicht. Tja, dann pass mal auf, du. Na und ob ich das schaff. Und los. Hua. Jetzt bleib mal leisure. Du brichst gerade meine Regeln von Hakuna Matata. Schön chillig bleiben. Hoch, hoch, Mann, hoch. Du bist echt eine lahme Ent. Mein Mann, Gott. Du bist echt eine lahme. Na los, komm schon, du Flasche. Du musst mich jetzt nicht die ganze Zeit dissen. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht gut. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Ja, ich komme. Mann, ey. Vom eigenen Bruder hier gedisst zu werden, das gibt's doch nicht. Findet ihr das sicher? Also, ich weiß nicht. Das ist sehr weit oben. Fällst du da runter, dann brichst du dir aber ordentlich was. Und ich glaube nicht, dass die Familie sowas bezahlen kann. So ein Arztbesuch. Ja, lobst du mich auch mal oder nennst du mich nur ein lahme Ente? Oh Gott, wo willst du denn eigentlich hin? Runter, runter, runter. So, wo ist er? Da ist er. Einmal runterrutschen. Okay. Ob das... Also, ich bin schockiert über die Sicherheit hier. Oh mein Gott. Leute, ey, lass das. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Okay. Also Kinder, wenn ihr das zuschaut, spielt nicht auf Bauplätzen oder sowas. Lasst es. Das ist kein Ort für Kinder. Besonders nicht, die hier so rumklettern wollen und so. Wenn ihr euch da was tut, da kann ganz böse ins Auge gehen. Also lasst es einfach bitte. Also das muss ja nicht unbedingt sein. Besonders im Regen, wo hier alles glitschig ist. Ja super! John, warte auf mich! Balanceakt. Schon. Oh Gott, nein. Oh Scheiße. Sowas hasse ich. Aber der Controller reagiert... erstaunlicherweise sehr gut auf Neigungen. Das finde ich sehr schön.
Bin ich sehr gut. Nicht runterfallen. Wir könnten uns was brechen. Okay. Okay, geschafft. Na los, du bist jetzt dran. Oh nein. Lass das doch bitte. Okay. Anlauf. Och, ey, komm, ich hab nach oben. Ich hab nach oben. Komm schon. Komm schon. Ich hasse es, wenn es nach oben geht, weil dann stehe ich kurz davor, mein Mikro umzuhauen. Deswegen. So. Huh. Es ist Zeit für den Todessprung. Todessprung? Das hört sich aber nicht gut an. Lass das lieber. Tada. Okay. Wenn es sein muss. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht pädagogisch wertvoll, was wir hier tun. Oh mein Gott. Okay, das haben wir geschafft. Wow. Okay, alles noch dran. Also bisher ist ja nichts Schlimmes passiert, eigentlich. Warum ist Jonas so tot oder so? Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, wir sind fair. 9, 10. Wir sind fair. 11, 12, 13. Ich find's nämlich scheiße, wenn man schummelt. 15, 16. Ich kann schnell zählen, aber 18. Ich überspringe nichts. 19, das ist nämlich unfair. 20. Das ist sonst unfair. Okay. Dann suchen wir mal. Wo könnte er denn sein? Was? Hilfe! Hilfe? Warum? Scheiße! John! John! Mein Fuß steckt fest. Greif zu! Ich zieh dich raus! Okay, komm, komm, mein Bruder. Komm, ich hol dich da raus. Komm schon. Verdammt, komm raus! Scheiße! Und nochmal. Komm schon. Raus! Du musst da raus! Verdammt nochmal! Mist! Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Scheiße! Halt durch, John! Ich hol Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaub, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Kacke. Kacke. Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr im Regenwasser. Der kleine Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Ertrunken im Regenwasser. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Das ist die Frage. Ist der Bruder der Origami-Killer? Er hätte ein Motiv. Er hätte ein Motiv. Indirekt aber nur. Ich meine, nur weil sein Bruder in Regenwasser gestorben, ertrunken ist, muss er doch nicht andere Kinder entführen. Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab.
Könnte er etwas damit zu tun haben? Die Familie hat ordentlich was am Stecken. Aber was genau? Es bleibt spannend hier bei Heavy Rain. Madison, was hast du denn uns zu berichten? Hast du auch irgendwelche Spuren? Wir haben hier Spuren zu Blue Lagoon. Dort soll auch der Typ sein, der den Wagen von Mad Jack gekauft hat. Chefkoch. Na komm, hau mal rein. Ich will mehr erfahren. Oh, das ist so spannend. Wie findet ihr es? Oh, es muss auch für euch sehr spannend sein. Blue Lagoon, Donnerstag, 23.03 Uhr, 107,09 mm. Och, scheiße, so eine Disco ist das. Ach nee, du. Niveau ist wieder direkt im Keller. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Okay, wir haben eine Spur. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Wo ist denn hier eine Bar? Und was ist denn, wenn wir den fragen? Ich suche Paco Mendez. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Aha. Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendez möchte nicht gestört werden. Was machen wir jetzt? Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Komm schon, lass mich rein. Was machen wir jetzt? Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber was? Hä? Anscheinend werden tanzende Leute eingeladen, oder wie? Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, Paco mag seine Mädchen sexy. Sexy auf eine billige Art. Okay. Anscheinend müssen wir also tanzen, wenn wir was wollen. Aber... dazu brauche ich eine Tanzfläche. Okay. Nee. Nicht dran lehnen. Wer sagt denn, dass du dran lehnen sollst? Yes, endlich. Na gut. Dann hauen wir mal rein. Machen wir uns auf uns aufmerksam. Oh Gott, Sex Appeal, yes. Zeig's mal, Baby, zeig's mir. Oh yeah, oh. Falsche Taste. Okay, nochmal. Schaut nicht mal her. Okay, jetzt mach ich's aber richtig. Okay, Baby, zeig's mir. Zeig's mir, ja, du kannst es. Du kannst es, Baby, oh. Sag mal, warum drück ich wieder die falsche Taste? Okay, jetzt nochmal. Dritter Versuch. Benny ist nicht so gut im Tanzen. Nee, nee, nee. Ich gehe auch nicht auf solche Discos eigentlich. Egal. Okay, zeig's mir, Baby. Zeig's mir. Du kannst es. Du willst es. Auch so kurz vorm... ja, wie jetzt? Der guckt ja nicht mal hier hin. Okay, noch einmal. Sag mal, jetzt muss er aber gucken, oder? Ich meine, jetzt lege ich mich voll rein hier. Oh yeah. Der guckt nicht mal hier hin. Sag mal, was muss ich denn noch tun? Kindergarten für den Jet Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Ja, also irgendwie... ich muss meine Strategie ändern, wenn ich mit Paco reden will. Ja, wie denn? Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein. Ich muss mich nur irgendwo umziehen. Umziehen, okay. Das machen wir. Da sind Klos.
So wie es aussieht. Okay. Gehen wir mal rein. Hoffentlich ist niemand hier drin. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Dann pack mal raus, was du hast. Zeit für das sexy girl. Okay. Oberer Knopf auf. Check. Oh yeah. Darauf stehen wir. Was können wir noch machen? Yes, das können wir auch machen. Oh Gott. Nice. Nice, du. Darauf steht Benny. Yes. Ich liebe dieses LP. Echt nice. So, was können wir oben noch machen? Okay. Durchs Haar? Ja, damit wir wie ein Luder aussehen. Perfekt. Perfekt, Baby. Du wirst Germany's Next Topmodel. Ganz klar. Oh Gott, was hast du noch drin? Was hast du da noch drin? Komm, zeig mal. Aha. Oh, ganz vorsichtig. Ich bin doch keine Expertin sowas. Das soll bitte eine Frau machen. Oh, scheiße. Ich stich dir noch das Auge hier aus. Ich sehe schon. Okay. Perfekt. Perfekt. Yeah. Geil. Was hast du denn noch? Was hast du denn noch da drin? Oh, Lippenstift. Zieht immer. Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht möchte unbedingt... Also keine knalligen Farben, bitte. Also ich möchte von Frauen nicht unbedingt richtig knalliges Rot. Das sieht so kacke aus, finde ich. Aber so natürlich, ja. Oh, ne, das sieht schon fast luderhaft aus, ey. Bah! Okay, ich will nicht wissen, aber was hast du da noch drin? Ein Dildo? Oh, scheiße! Da ist eine Knarre. Das bitte nicht als Dildo verwenden. Okay, ich sehe perfekt aus. Yes. Heiße Schnitte. Geil. Okay, jetzt bin ich bereit für sexy Tanz. Na dann, nicht mit den Reizen geizen. Mein Herz wird Paco nicht kalt lassen. Mit dem Spruch beende ich dann diesen Part und im nächsten Part hauen wir dann richtig auf die Kacke drauf. Bis dann.